Hallihallo und herzlich willkommen zum Wimmelbild-Mittwoch. Ja, wir sind weiterhin im Hotel der Ewigkeit. Und im Kinderzimmer des Todes. Und im Kinderzimmer des Todes, genau. Haben wir sonst noch? Ist da hinten? Nee, ist nichts. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier soweit durch. Jetzt haben wir die Karten, wo wir diese Dingsbums, die Aufzugskarten. Vom Douglas. Das ist von Kevin. Tatsächlich, hier sind wir. Wir sind fertig. Ja, das. Ja. Und hier rein. Ja, oder? Genau. Geradeaus und dann da hinten. Ja. Ja, Geist, bla 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 bla. Das war keine Ausgeburt meiner Fantasie, sondern echt. Echt? So richtig voll echt. Voll echt. Echt krass. Hier müssen wir uns nichts mehr. Nichts mehr, das ist einfach, ja, genau so. Und jetzt können wir die eine da rein und die andere da rein und dann klick und dann bing zum Untergeschoss. Oh je, ein Geheimlabor, das im Hotel versteckt ist. Was geht hier unten nur vor sich, ja? Tja. Nichts Gutes. Dem fehlt ein Auge. Bau die genaue Farbe, um dieses Ding aufzuschließen. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Ja, Pommer. Brauchen wir bestimmt Licht. Ja. Ich komme erst mit Licht zurück. Aber dann halt nix, gar nicht. Nichts funktioniert hier. Es ist echt. Ach, guck mal. Verrostet. Upsala, Entschuldigung. Ja, bla bla. What's taking so long, Detective? Ich meine, kann man hier nicht mal in Ruhe einfach sich alles angucken? Nein! Alter, den müsste man hier mal durchjagen. Nee, da gehe ich immer noch nicht hin. Da kann ja, jetzt haben wir ja einen von den Schlüsseln, die 4. Was war das jetzt alles? Oh. Vertraulich. Kevin Reynolds, Sponsor, volle Zugriffsrechte. Tobias Irving, Sicherheitschef, verstorben. Douglas Will, Fahrer, verstorben. Josh Fraser, leitender Chemiker, verstorben. Projektkunde, Patient. Okay. Will Irving Fraser, ne? Ja. Sie sind alle tot. Kevin Reynolds ist womöglich das nächste Ziel. Aber warum wurde der Name des einen Patienten unkenntlich gemacht? Vielleicht heißt der Patient. Nee, das ist, was er ist. Er heißt auch Patient. Er ist Projektkunde-Patient. Ja, okay. Könnte ich jetzt bitte hier raus? Haben wir das Auge. Das wollen wir auch unbedingt öffnen. Kein Weg hinaus, kein Entkommen. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich habe keine Angst vor dir. Ja. Dann ist. Das ist nämlich eigentlich Verkackeiern. Was ist das eigentlich? Registraturschlüssel für die Registratur. Gut. Ah, das ist wohl das Büro des Managers. Fehlerakten, Versprechen, viele. Informationen über das Projekt. Okay. Ewigkeit. Ich möchte in diese Schublade sehen. Ja, dann musst du die Schublade halt aufmachen. Ja, viel Spaß. Genau. Da müssen wir Geld rein. Geld reinschmeißen. Wahrscheinlich dann auch die. Ne, ja. Ah, da brauchen wir die 2 Batterien. Und wahrscheinlich dann noch eine Birne. Oder. Ah, jetzt haben wir Licht. Ich will da trotzdem nicht da hinten rein. Was ist denn mit der Ratte? Die braucht bestimmt irgendwas. Da kann man mit dem Kabel vielleicht was tun? Ja. Ich werde dich befreien, kleine Ratte. Ich muss nur den Schalter für die Käfigtür finden.
Wollen wir die wirklich freilassen? Wer Ja, weiß, was das ist mit der die. alles Das passiert ist die. ist. Ist die das wird eine Geistertodesratte. Der Verdammnis oder so, keine Ahnung. Hätten wir den Freund jetzt nicht mitnehmen können? Offensichtlich nicht. Dann brauchen wir erst einen anderen Griff. Mehr nicht. Okay, jetzt haben wir eine Gasmaske und ein Metallrad. War irgendwo Metallrad gebraucht? Hier brauchen wir nichts, oder? Ja. Müssen wir Vielleicht echt ein. wieder zurück? Das ist irgendwie komisch. Ja. Ich glaube, hier war nichts. Da oben ist doch auch War nichts doch auch nichts mehr, gewesen. Außer wir müssen noch mal hin und uns erschrecken lassen. ja. Nee, da ist nichts. Ich guck mal auf die Karte. Vielleicht sehen wir dann. Keine aktuelle Aufgabe. Okay, der Spieler. Da können wir nicht mehr. Drück mal, ja, klick mal dorthin. Ah, okay, da müssen wir. Also, dann gehen wir doch ins Untergeschoss. Ja, können wir da noch vielleicht irgendwas machen mit dem. Ah, hier. Buff. So. Das Labor von Projekt Ewigkeit. Mal sehen, was für Geheimnisse es bringt. Birgt. Weil bringen, gebracht hat's ja schon. Nochmal drücken. Ja, genau. Ah, musst du deine Gasmaske aufziehen, ha? Wusste ich's doch. Aha. Piep, piep, piep. Jetzt. Schon wieder Gas. Ich werde mich dagegen schützen. Ich glaube, diese Schalltafel steuert den Zugang zum nächsten Raum. Hier benötige ich einen bestimmten Schalter. Okay. Da fehlt ein Code. Da können wir das mit dem. Ah, da fehlt uns jetzt noch ein blaues Kabel. Ja. Okay, da haben wir auch nichts dafür. Aber jetzt haben wir den einen Schlüssel dann noch. Dann können wir. Professor misses you. Ah, dafür. Ah, jetzt haben You've reached Project Eternity. Please hold. You are cursed to remain here for all eternity. Ah, Wollt ja ja. auch niemanden Ja, anrufen. eben, Ich kann nichts also. dafür, wenn ihr die Leitung nicht totstellt. Ja, eben. Wer bezahlt eigentlich die ganze Zeit die Telefonrechnung dafür? Ah, jetzt. Ja, nö, das war's. Dann müssen wir wahrscheinlich nachher noch ein 10-Cent-Stück da reinschmeißen. Aktuell. Beginn von Projekt Ewigkeit. Mal. Aktuell. Die aktuell. Entschuldigung. OP-Zange, wen sollen wir Haben wir denn? irgendwo was, wo man was rausziehen muss? Hoppala. Kannst du die vielleicht da unten die Pfeile rausziehen? Ja, okay. Was ist eigentlich damit? Ah, damit vielleicht jetzt. Ah. Ach, das ist der Schalter für. Da hinten. Für das, genau. Klick. Project Eternity, Patient Number 5, Terence Irving.
Ja, sag ich doch, das ist Ein der Sohn oder sowas. oder der Projektnotiz. Bruder. Oder der Bruder. Der Bruder. Projektnotiz. Projekt Ewigkeit. Patient Nummer 5. Terence Irving. Project Eternity. Patient Number 5, Terence Irving. Müssen wir eine 5 finden. Da ist hier vielleicht eine 5 dabei. Ja, da. Examination of the patient's physical condition after injection of the vaccine. Untersuchung des physischen Zustands des Patienten nach Injektion des Heilmittels. Ja, weiß ich nicht, was das Heilmittel sein könnte. Okay. Wie fühlen Sie sich? Also. Wie fühlen Sie sich, Mr. Irving? Heute Morgen hatte ich einen seltsamen Traum. Ich hatte keine Hände, konnte sie aber trotzdem spüren. Well, it was only a dream. Mr. Irving, what made you join this project? Nun, das war nur ein Traum, Mr. Irving. Warum wurden Sie Teil dieses Projekts? Ich will so mutig wie mein Bruder sein. Sehen Sie sich dieses Foto an. Das sind wir vor einigen Jahren. I see your brother is a military man. Yeah, I always wanted to be like him, but my disease held me back. Ihr Bruder war also im Militär. Ja, ich wollte immer sein wie er, aber meine Krankheit verhinderte dies. Ja, sei froh. But your life is about to change, Mr. Irving. You'll soon have an eternal number of possibilities. Nun wird sich Ihr Leben grundlegend ändern, Mr. Irving. Bald schon werden Ihnen unendlich viele Möglichkeiten offenstehen. Yeah, Unendlich. and it won't be bad for you either, huh? Every newspaper in the world will be talking about how you could save millions of people. Ja, und Ihnen wird es auch zugute kommen, oder? Jede Zeitung der Welt wird darüber berichten, wie Sie Millionen von Leben gerettet haben. Perhaps it's still too early for accolades. First, we must wait for the test results. Vielleicht. Hey. Vielleicht, es ist noch zu früh für solcherlei Ehrungen. Zunächst müssen wir die Testergebnisse abwarten. Ja, das wahrscheinlich. Mr. Irving, are you all right? Do you need an inhaler? Mr. Irving, geht es Ihnen gut? Benötigen Sie einen Inhalator? Mr. Irving, what's happening? Someone get me a phone. This is a code 3. I repeat, code 3. Mr. Irving, was geschieht? Ich brauche ein Telefon. Dies ist ein Code 3. Ich wiederhole, Code 3. Project Eternity. Patient Number 5, Terence Irving, is dead. Projektnotiz. Projekt Ewigkeit. Patient Nummer 5, Terence Irving ist tot. Kamera. Kamera, Kamera. Gut gemacht, das könnte nützlich sein. Ha. Ah. Wo da, genau. Da brauchen Ah, wir da fehlt noch ein Schlüssel. Schlüssel. Warte mal, da war da, irgendwo war doch da, glaube ich. Genau, da können wir da diese Dinger ab. Schrauben und dann gucken wir da mal rein und dann, aha, dann brauchen wir bestimmt noch dann den Dings dann dran nachher mit Klebeband oder sowas. Ja, klick, klack. Ah, das ist jetzt der Schalter, damit wir die Ratte befreien können. Hui! 3, 9, 5, 7. Und sonst war nix? Eieiei. Ja, denkst du, die hat da viel Platz für irgendwelchen interessanten Kram, den sie einlagern kann? Ja.
Ja, in der Mitte da. Da, genau. Bringe alle Knöpfe in die angezeigten Positionen. Ah ja, okay. Also willst du das machen? Soll ich das machen? Ah ja, bitte mach ich. Von mir aus. Dahin und dahin und du dahin. So, dann können wir dich dahin und dich dahin. Immer nur ein Feld, okay. So, der kann da bleiben, der kommt. Aha. Ach, für da unten brauchen wir auch noch was? Was? Ach so, ja, hier fehlt uns noch so ein unendlich. Ewigkeitssymbole. Vertraulich. Patientenakte an Mr. Irving. 17. Juli 77 Zustimmung für der Impfung. Impfergebnis nicht erfolgreich. Abfindung und Beileidsbrief an nahe Verwandte des Patienten schicken. Ach. Alt Quatsch. Hier war das, ne? Ja. So, und dann hier draufkleb. Aha! In meinem am Archiv. Archiv werden alle Daten über das Projekt aufbewahrt. Ich muss herausfinden, warum es bei Projekt Ewigkeit ging und was den Maskierten antreibt. Das haben wir doch inzwischen schon rausgekriegt. Das ist der Bruder. Also haben wir es halt rankommen. Da fehlen Knöpfe. Da fehlen die Dinger. Siegel. Die Siegel. Das ist ein alter Lüftungsschacht. Zur Not könnte ich dorthin durchkriechen. Nee, würde ich nicht. Kannst du da mit dem. Geh mal da nochmal da. Kannst du mit dem. Aha! Okay, das. Aha, jetzt haben wir einen Knopf. Yep. Ah ja, genau, dann können wir. War das da? So, jetzt fehlt uns noch der andere Knopf und so weiter. Irgendwo. Achso, jetzt haben wir einen. Ah, Lautstärkeregler, dann können wir den am. Fernsehen, dann passiert wahrscheinlich noch irgendwas. Ja, auch nicht. Ja, er braucht noch den Einschaltknopf, ja. Oder so. Genau. Ah, etwas mit ähnlicher Form. Kannst du den Korken reinstecken? Okay. Da fehlt dann eine Speicherkarte oder so. Ja, was auch immer. Aber jetzt haben wir den zweiten Knopf. Hol das Ewigkeitssymbol aus den Rohren, indem du die Magnete benutzt. Die Pfeile auf den Magneten weisen in die Richtung, in die sie für die du das Symbol bewegen kannst. Okay. Ja, dann mal mit. Da rot, genau. Kannst du da mit blau. Da, rot, genau. Ja. 7, blau. Nochmal schieben, blau. Besser, ne? Ja. Nochmal schieben, blau. Genau. 7. Und jetzt nochmal mit damit. Ah, und den. Eins von den Siegeln haben wir. Da, hier.
Ah, das ist jetzt der Griff für die Pfeile. Jetzt können wir die endlich eins zurück. Warte, wir haben da auch noch Oder willst du ja gleich das einen kann ich DNA-Siegel ja da mal reintackern? sehen. Gut. Dann brauchen wir den nicht mitschleppen. Ja, der ist auch so schwer, ne? Ah. Wir haben auch hierfür Den noch keinen zweiten Schlüssel. Schlüssel, Das ja. da ist Ja, auch müssen, die noch. Frage ist, ob wir das müssen. Achso, wir müssen bestimmt. Ah, kannst du mit der Pfeile das Rohr vielleicht mitnehmen? So die wegfeilst. Weil wir das noch woanders brauchen. Ja, wahrscheinlich. Weiß zwar noch nicht wofür, aber egal. Ja, hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr Ja, gucken. hier ist nur noch Leitung. Also hier lang. Hier ist auch nur noch das. Das haben wir aber nicht. Da Warte. ist nichts. Kann man vielleicht jetzt an die Kamera mit dem Rohr? Ah, da ist jetzt das, was man für den Fernsehen benutzt. Videoarchivaufzeichnung über Patient 000005. Monitorregler auf Autorisierungseinstellungen drehen, um Berichte zu sehen. Okay. Ich weiß nicht, wie man den zum Laufen Ja, da bekommt. fehlt uns der Code, aber. Ja, Beobachtung, Patient Terence Irwin. Okay. Ah, alles kaputt. Schlüssel 2. Fünf, eins, drei. Nee. Falscher Raum. Ja. Hierhin. Ja, kannst du dann gleich hin. Wahrscheinlich. Du musst das oben fünfmal drücken. Grün einmal und dreimal gelb. Aha. Komische Dinge. Genau, den Hammer. Da ist das Ewigkeitssymbol. Genau. Unten liegt die Maske. Da ist das Siegeldingens. Irgendwie, das sieht aus wie Seil oder sowas oder Schnur. Ja, die. Ja, bitteschön. Ich bin jetzt ein Geist. Geist, ich bin ein Geist. Patient Nummer 5 kaputt. Verstorben, wie man so schön sagt. Ah, wieder so ein schönes Puzzle. Was hast du? Okay. Lügner müssen sterben. Okay. Also, ja. Runter? Nein, du musst So. nicht. Runter. Rauf. Rüber. Nochmal. Runter, bis immer weiter geht. So. Ja. Wenn du immer einzeln kannst. Also sagen wir mal wieder einfach. Ah. Was machen? Ja, ich kann es machen.
Wie war das? Erstmal da rein und das dann da rein. So. Dann. Also. Auffüllen, da rein. Dann sind hier nur noch zwei drin. Das abfüllen. Das da reinfüllen. Darauf füllen, dann geht da nur noch Dings rein und blub. Aha! Wo, okay, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 5, Oh, für drei. 2, 4, 3, 1, 5. Okay. Was muss man denn wahrscheinlich? Irgendwas muss man miteinander. Okay, dann haben wir das. Da unten ist doch noch was. Ach so. Oder? Da kann ich anscheinend noch gar nichts machen. Kann ich jetzt Kannst du nehmen? auf die 6 drücken oder so? Ja, im Moment, das ist immer noch der das Ding. Kann ich auch. Ja? Vielleicht. Nee. Hab gedacht. Ich gehe mal auf Puzzle-Hinweis, dass er dir sagt, was du da tun musst. Finde alle Paare, um das Bild zusammenzusetzen. Wir haben doch gar. Ach's. Ja, da. Okay. Oben. So, und jetzt muss er wahrscheinlich noch. Vier, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 3. 6, 5. Ah, die müssen jetzt alle irgendwie aneinander passen. Oder so. Ah, okay, das mittlere ist fest, das geht nicht anders. Gut. So sein, da muss das so sein. Da muss das so sein und das muss auf jeden Fall mal so sein. So, so, so und dann. Also. Also, Moment. Well done, Detective. I'm glad you know so much about Project Eternity. So now you know this project took its patience. Literally, they all disappeared. My mask is a symbol of my vendetta. All the patients lost their faces after all. But it doesn't matter now. I have nothing to hide. This was my plan all along. The professor had to experience the torture he inflicted on my brother Terence. He volunteered for the project and vanished like the rest of them. Inhumane actions like the professor's breed pure anger, and pure anger demands vengeance. Guess what? My brother has something he wants to say to you.
Goodbye, Detective. Aber er könnte doch uns gebrauchen, um das Projekt für immer. Ja, das. Wir sind doch Detective. Ja, wenn wir doch die Sachen herausgefunden haben und Beweise und alles. Warum muss er dann uns dann töten wollen? Ja, wer sagt denn, dass er uns töten wollte? Er hat uns ja, eine Axt. Aber mit der Axt, ja. Das hätte er auch leicht ins Auge gehen können. Oder ja, der ganze Schädel. So, wenn der Bruder, der vorhin geschossen hat, weißt? Und der beim Militär war. Hm, ja, okay. Weißt? Also. Ja, ist ja gut, aber das mit der Axt war jetzt. Ja, jetzt ein müssen wir da unnötig. Fliehen da oben. So. Jetzt brauchen wir den. Ja, du kannst das machen. Tüp, tüp. Achso. Wo ist das? Ah. Nochmal zurück. Also. Vor, rechts, links, geradeaus, links, geradeaus, links, geradeaus, rechts. Okay. Eins vor, da lang, da lang. Okay, dann eins da lang. Auch nicht. Dann kann ich es dann brauche auch nicht. Hallo? Kann ich noch? Kannst du nicht mal probieren? Also wir sind hier. Ja. Müssen wir dann eins geradeaus erstmal gehen? Genau. Bevor wir. Genau. Weil hier ist ja keine Kreuzung. Also. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass man dann immer, wenn man sich gedreht hat, dann noch eins vor muss. Also du gehst jetzt eins vor, so. Und dann nochmal. Nein, das ist die Kreuzung, wo wir jetzt rechts abbiegen müssen. Ja. Und dann eigentlich geradeaus. Und dann entweder, ja eigentlich dann hier wieder rein. Weil das Dings war erst rechts und dann links. Dann nochmal gucken. Da ging es ja aber auch nicht weiter. Hier ist ja dicht. Da rein. Ja, da rein. Und jetzt, wenn du jetzt geradeaus gehst, bist da dicht. Geht nein, eins zurück. So, da rein. Aber warum ist da zu? Wir gehen jetzt geradeaus und dann hier rein. Und dann da. Ja. Und nochmal. Nee, dann müssten wir jetzt eigentlich geradeaus gehen. Ja, genau. Und jetzt da rein. Ja, und jetzt und geradeaus. Und jetzt da rein. So. Und dann? Eins weiter. Und jetzt müsste es da rausgehen. Ja. Das, wir hätten am Anfang noch mal eins. Noch eins mehr, weil wir. Weil das war die erste Kreuzung. Und ja. Dann. Ist die zwei, okay, dann, deswegen, ja. Okay. Ja, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Ah, was gibt's hier? Ich muss das Loch flicken. Warum? Sind wir von der Flickmannschaft? Ja, natürlich. Okay, da brauchen wir einen Code. Was muss ich hier drücken? Ja. Womit kann ich diese Tür bewegen? Was, wofür ist das überhaupt? Sehen wir dann. Haben wir einen Schalter. Nichts funktioniert hier. Aha. Da brauchen wir noch. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja. Thanks. Haben wir eine halbe.
Da müssen wir die Schrift irgendwie einsetzen und da das Schloss knacken. Okay. Ich finde das nicht gut. Terrence versucht mich zu finden. Ich muss vorsichtiger sein. Okay, da war aber noch was drin. Da, genau. Müssen wir bestimmt erst das Ding wegschrauben. Gut. Ist das da irgendwas? Nee, ist nicht okay. So. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Ein Lineal. Hier fehlt das Logo des Projekts. Okay. Haben wir ein Lineal und... Ach. Rechenschieber. Ah. Da kommt man nicht ran. Ich da unbedingt hin. Offensichtlich. Es muss der Elektrobetriebsraum des Hotels sein. Ich werde schnell hier durchgehen und den Professor finden. Ja, das werden wir ja noch sehen, ob wir hier ganz schnell durchkommen. Mhm. Aufstemmen. Haben wir nichts. Kann noch nicht mal telefonieren. Ah, aber da kannst du dir eine Dings da oben reinsetzen. Yay! Ich suche ein Patientenzimmer. Ist, da kann ich mir das wenigstens raussuchen. Ach, zum Lösen. Haben wir aber noch nicht. Ah, da fehlt der Regler da. Aber das ist trotzdem noch nicht alles. Ja, ist auch noch nicht alles. Ah, jetzt brauchen ja, jetzt haben wir wieder eine Leertaste, die können wir jetzt wieder ans da am Monitor machen. Stück Draht. Zange. Was ist das? Mit der Zange kriegen wir das ja. Ja, wahrscheinlich nicht aufgeschraubt, ne? Du kannst. Ja. Brauchen wir bestimmt einen entsprechenden Schraubenschlüssel. Eieiei. Kann man hier denn. Was war das? Was ist da langgelaufen? Nix, das war die Maske, die ich dem da abgezogen hatte. Die ist da runtergefallen jetzt. Aber die Decken sind so unfassbar dünn. Und nicht stabil. Ja, ja. Kann man da nicht mal irgendwann mal was tun? Ja. Ach, da brauchen wir... Ja, Metallstange. Aber hier mit... Oh, die dritte Sprungfeder, okay. Haben wir die Wählscheibe. Aber wir haben noch nicht die komplette... Ja, ja, wir haben die Nummer noch nicht, aber wir haben jetzt die Sprungfeder. Das war hier. Klick, klick. Finde 6 Paare. Achso, die sind dann immer so versteckt. Hauptzwinge. Ah, das da. Haha! Pinsel. Ah, Schraubzwinge. Ja, da oben in dem Buch. Lange. Sehr gut.
Ah, das ist der Schraubenzieher, so. Oder kannst du das jetzt einfach mitnehmen? Das Seil. Nee, okay, das heißt irgendwo. Okay. Das Ding. Ah, jetzt können wir die zweite, können wir die zusammen tackern. Da kriegen wir jetzt den Bolzenschneider, kriegen wir jetzt da die. Da brauchen wir bestimmt eine Leiter oder sowas. Klebstoff und ein Flicken. Ah, jetzt können wir das da reparieren. Und jetzt können wir jetzt aufpumpen. Und dann nehmen wir uns eine Matratze mit. Achso, die müssen wir jetzt da wahrscheinlich, damit wir da unten runter hüpfen können. Nee, und dann kommen wir weiter. Hier wieder raus? Ja, wahrscheinlich. Ja. Geh länger aus dem Patientenzimmer hinaus. Ja, schön. Okay. Aber jetzt erst werden wir es durchsuchen. Da fehlt ein Regler. Patient Nummer 5, Terence Irving. Freiwillige Zustimmung zur Impfung. Erst was zum Schneiden finden. Toll. Kannst du den Knopf da drücken? Ah, guck mal, ein Haken. Ja. Ja, die Tür ist ja zu. Ja, kannst du da unten den mit. Da war doch da. Genau. Ah, mit der Krawattennadel kriegen wir bestimmt irgendwo ein Schloss auf. Da unten. Eine Ölkanne. What the. Aber ich gehe mal wieder rauf. Aber oben noch irgendwo was Verrostetes? Ah, okay. Jetzt können wir da hoch. Eins zurück. Dann können wir jetzt da im Schrank das Ding da. Schalter. Ah. Projekt Ewigkeit, der Anfang. Gemeinsam in eine bessere Zukunft. So, so. Ja, DC und KR unterzeichnen Sponsoring-Vertrag. So, so, okay. Ja, jetzt können wir da wahrscheinlich. Gut, dann haben wir das. Dann können wir wieder zurück. Dann haben wir für hier. Eins, also die. Okay, ich dachte, wir brauchen. Ja, okay, wir brauchen erst zwei. Und dann haben wir noch nichts. Ja, dann gehen wir runter. Irgendwo haben wir doch einen Schalter gebraucht. Dachte ich. Nicht irgendwo kleiner Schieberegler. Ja, das ist aber wohl nicht der Schalter.
Ja, das ist immer noch das Gedöns. Ja, dann gehen wir doch da rein. Ah, genau. Deswegen. Jetzt können wir das Ding, das da reparieren. Und jetzt, was haben wir da? Wahrscheinlich muss man das. Ja. Noch ah, eins? Okay. Achso, das soll man sehr ausmachen? Was soll man denn machen? Drehe die Schaltkreise, um den Stromfluss zu den Leuchten zu unterbrechen. Bestätige dann den Hauer. Das stimmt ja. Den Prometen mach da nochmal. So, jetzt sind die aus. Und den machst du jetzt nochmal so rum. Jetzt sind die alle aus. Ah, jetzt haben wir das Ding für unten. Für da hinten, ja. Das Heilmittel scheint zu funktionieren. Dieser Tag ist wie ein Wunder. Nun kann ich wieder leben und einen neuen Anfang wagen. Da, 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 da. Und dann ist man plötzlich nicht mehr da. Ja, dann ist man plötzlich geischt. Terence war begeistert nach seiner Impfung, aber zu welchem Preis? Ja. Jetzt haben wir eine Schere. Ja, jetzt haben wir, können wir das... Will man denn unbedingt wissen, was da drin ist? Ja, da ist was Wichtiges drin. Futter. Tobias, mein Bruder, tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. D-d-d-d. Ja, mit dem Schalter? Ah, guck mal. Tagebuch. Tobias wollte immer der Armee beitreten und ein Soldat werden. Als wir Kinder waren, war er immer besser als ich im Schießen. Ob mit Schleuderbogen oder anderen Dingen. Ich wünschte, ich wäre so mutig wie er. Aber ich bin ein Feigling. Okay. Wow. Ich bin durch meine Abschlussprüfung gefallen und traue mich nicht, es Tobias zu erzählen. Er bezahlt mein Studium und ich vermassle alles. Ich werde das in Ordnung bringen, das schwöre ich. Sobald ich wieder gesund bin. Es ist Krebs. Der Arzt sagt, dass kaum eine Überlebenschance für mich besteht. Das ist mein Ende. Tobias sagt, dass ich stark sein muss. Er hat leicht reden. Es mag feige sein, aber vielleicht ist es an der Zeit, dieses sinnlose Leben hinter mir zu lassen. Projekt Ewigkeit hat mich angenommen. Das ist ein Geheimprojekt, das ein Heilmittel für Krebs entwickelt. Ich werde die Krankheit besiegen und Tobias wird endlich stolz auf mich sein. Ich weiß nicht. Ja. Es ist nicht so gesund. Ja, es ist... Ja. Aber okay. Da kannst du bestimmt den Schalter benutzen hier. Oder auch nicht. Mir fehlt also ein Foto. Da brauchen wir jetzt das andere Hälfte Foto noch. Warum sollte der? Also ja. Ich meine, das ist... Da oben den Schlüssel. Ja, das... Okay, jetzt haben wir den Regler. Jetzt müssen wir dann wieder auf... Ah, die müssen alle dann auf Null sein oder so. Muss man das so drehen? Reicht doch vollkommen. Das könnte so hoch. Fast. Und ja. So? Ja. Also man könnte ruhig schon... Ja, ja, könnte man eigentlich schon dingsen. So, warte mal. Welcher ist das? So. So, die sind jetzt mal... Den so. Achso, das ist die.
sind die beiden. Okay. Ja, es ist wunderbar. Dieses Dreh. Ding. Ja. Dann wieder rauf. Telefon. Acht. Fünf. Sechs. Eins. Neun. Drei. Mach doch das Ding ab! So. Immer muss alles kaputt sein. Finde raus, wo du bist, deine Professor versteckt hält. Bam, 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 bam. Na, ohne Düse wird der Feuerlöscher nicht funktionieren. Okay, da brauchen wir die Dinger da noch. Was haben wir hier? Ja, aber da kann ich im Moment noch nichts tun. Da brauche ich den Schlüssel da. Hier brauchen wir einen Code. Okay, hat lange gedauert, bis die Tür zu war. Und hier fehlt auch was. Ja, und jetzt? Dann gehen wir halt dahin. Achso, bin ich ja. Kann ich auch. Ja, ja, mach. Oder muss da der Schalter irgendwo hin? Ach. Ja, okay. Eine Brieftasche? Fünf, neun, sieben, vier, zwei. Okay. Ja, dann. Ja, Gedöns. Siehst du? Draufhauen. So, jetzt haben wir einen Hammer. Haben wir irgendwo was kaputt machen müssen? Wir haben keinen Druckanzeiger. Also du kannst der schlagt doch mal die Fenster komplett ein. Für ein Wimmelbildspiel, yay! Blut, Brispa, Atemschutzmaske. An diese Metallklappe fehlen einige Pins. So, so. Ein Skelett, eine Sonnenbrille. Filmspule, ein Dia, ein Gehirn, Mikroskop, ein Koffer. Das Molekül hast du schon. Das ist das Prisma. Skelett. Achso. Das ist nicht das Skelett. Dann ist das wohl dieses Skelett, okay? Ein Gehirn. Ein Koffer und ein Mikroskop. Da hinten ist das Mikroskop und da oben ist der Koffer. Ah, das ist jetzt der Heizungsregler. Gut.
Ja, genau. Ja, du kannst, denkst, du hättest auch da für die Tür gekonnt. Aha. Jetzt können wir die Tür. Ja, ist ja gut. Wir haben doch keine Zeit. Ah. Fehlt noch ein Regler, aber. Ah, das ist jetzt der Schlüssel für die Kiste. Da ist bestimmt die zweite Hälfte vom Dings drin oder so. Nee. Eine Uhr. Okay. Für Tobias Irving als Anerkennung seines Engagements. Okay. Minischieberegler. Du wusstest direkt, wie es geht. Mir kann keiner was vormachen. Ja. Ich Ach, sag sollte. ja, die Decken sind wirklich Das, unglaublich ja, vor allen Dingen, warum. unstabil. Ja. Tobias war die ganze Zeit hier. Aber wo steckt er nun? Und wo ist Professor Reynolds? Ja. Okay, dann haben wir jetzt ein Netz und so weiter. Ah, das ist die Sprühdings von dem. Da brauchen wir was zum Abschneiden noch. Okay. Kannst du da? Das? Okay, da war nichts. Aber aha! Eine kaputte Gabel. Und dieses Teil. Kannst du nicht. Ja, dann. Ich werde sie bestrafen, Terence. Ich werde dich rächen. Ja, dann rech mal. Gabel. Ah, mit dem Gabelgriff können wir da das Ding auf, die Dinge aufschrauben. Das ist nämlich der Druckanzeiger, den wir brauchen. That detective is dead. And you'll confess to everything. Rettete den Professor. Okay, dann retten wir mal. So, jetzt haben Wenn ich das wir. nicht will. Ja, ne? Was haben wir? Ja, wir haben die Sprühdings für den Feuerlöscher. Ja, ist ja gut. Weißt du, aber. Jetzt wissen wir, warum wir einen Feuerlöscher brauchen. Ohne hätte es ja überhaupt gar keinen Sinn gegeben. Das eine Gießkanne gewesen. Der Feuerlöscher sah aus wie eine Gießkanne, ne, Ja, als er ne? rauskam. Dachte ich auch, da. Jetzt können wir da das Ding da drauf tackern. Ja, muss der unten rein vielleicht? Dann kannst du da. Achso, an die richtige Stelle wahrscheinlich. Lass die dann angehen oder so. Achso, warte mal. Rot, rot, gelb, grün, lila. Also rot. Gelb, grün, lila. So. Kannst du jetzt den Dings? Ja, die Patronen brauchen wir ja nicht. Das war's. Haben wir eine Kachel. Den Chipschlüssel. Da müssen wir immer noch was wegschneiden. Okay. War da jetzt noch irgendwie? Ne, da war jetzt nichts mehr drin. Da fehlt noch das Teil.
müssen wir noch dieses Ding da raushebeln. Kannst du das mit der Kachel? Nee. Ansonsten. Ah. Ich weiß, dass du mich die ganze Zeit beobachten, also dass sie mich die ganze Zeit beobachten, aber dies ist der einzige Weg, wie ich mich selbst heilen und überleben kann. Okay, jetzt haben wir die... Mit der Pinzette können wir das Dings da am... Können wir was auch immer zerschneiden. Was wir da auch immer brauchen. Aha. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Binde 5, 4 Heftpflaster. 3, 2, 1. Ja. Tabletten. Das noch eine? Ne, ist keine Tablette. Ah, hier. Finde Medaillon. Da war ein Medaillon. Okay. Dann machen wir Medaillon auf. Ah, zweiter Dingsbums, Chipschlüssel. Jetzt können wir da hinten die Tür wahrscheinlich öffnen. Genau. Okay. Wie wäre es mit erster wegmachen? So. Mehr können wir im Moment da nicht machen. Okay, da fehlt ein Schieberegler. Ah ja, da können wir, ja, eins. Ah, Guillotine? Das Ding. So, Waffe. Wer ist am Messer dann? Okay, jetzt haben wir. Okay, haben wir einen Nagen. Damit kannst du bestimmt irgendwie die Dinger da irgendwie. Kannst du nicht. Da kommen wir irgendwo dran. Ah, genau. Ja. Ne, doch. Genau, du musst die immer miteinander verbinden, ja. Den, genau. Den. Ja. Ja. Ja, Entschuldigung. Guck doch selber. Ja, ich warte nicht auf deine Bestätigung. Na, ist. Ach, Karo.
schütteln. Die schütteln sich die Hände, ja. Keine Ahnung wofür. Okay, da müssen, ja, müssen wir noch was kaputt machen oder sowas. Sag mal, dann haben wir da eine Diode. Da oben fehlt nichts. Es fehlt hier, fehlt nur ein Regler. Ah, da kommt die rein. Achso, muss ja wahrscheinlich stehen, welche zueinander passen. Okay, zweiter. Ein Messer-Dings, so, genau. Die Sicherung wird hier weiterhelfen, da oben den da jetzt kaputt. Ablenken. Ah, die muss man jetzt dann tauschen, damit die zueinander passen. Ja. Klick. Schieberegler. Ja, genau, für da oben. Sie die Knöpfe in der Mitte so, dass die Leuchten über ihnen grün aufleuchten. Ah. Aha. Diese, also das war das hier, Sicherung einsetzen, aber das da, dann können wir da hoch. Was müssen wir denn machen hier? Binde die Symbole, ohne dass sie... Ah, Verbindung mit Zingsen, okay. Also, dann... Tip, 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 na. Tip, 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 tip. Was? Achso, hab ich... Weil ich das Ding nicht verbunden habe. Ich war nicht... Hat nicht aufgeleuchtet am Schluss. Ich hätte noch das, okay. So, dann hier, Klick. Pfefferspray. Stop, Tobias. Don't do this. After I have your confession on tape, the whole world will know about your evil deeds. Wait, Duke tricked us both. Think, only he might know about all the risks of the project. He had his own goals. Lies. Well, well. What do we have here? Do you really think you can stop me with that? I'd like to see you try. Tobias, no! Great work on this case, Detective. You managed to solve this case even before the mystery trackers. You'd be a real asset to our agency. I can't believe Tobias went this far. Thank you for believing in me. Please, take this. You deserve it. I suppose good intentions couldn't pave over the awful truth. I'll never forget this lesson. Now, I've had enough of this place. How about you? Okay, fertig. ja.
Der andere wird jetzt auch zum Geist. Dann können die da in ihrer tollen, zusammengebastelten Werkstatt. Ja. Runter und ach nee, der andere ist ja weg. Ja. Den haben wir ja aufgelöst. Das heißt, der ist jetzt da alleine. Super. Ja. Ach, ja. Ich habe das Ende jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Ich glaub, vor allem, weil da hinten dann plötzlich, ja, sie sind noch schneller gewesen als die und die. Okay. Ja. Nun gut. Ja, und warum er sich dann dieses Zeug gespritzt hat? Ja, damit er selber... Sie können mich damit aufhalten. Oh, ich spritze mir das Zeug. Was ist dem anderen eigentlich? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es für ihn einfach dann keinen Sinn mehr gemacht. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Nun gut. Ja, dann war es das aus dem Haunted Hotel. Und dann geht's nächste Woche weiter mit der Vermilion Watch. Was auch immer das dann sein wird. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut uns immer, wenn wir unterhalten können. Ja, ansonsten darf hier gerne abonniert werden und Glöckchen gedrückt werden. Man kann uns auch live sehen auf Twitch. twitch.tv/Caliburth. Da gibt es auch einen Streamplan, damit ihr wisst, mit was und wann wir denn live gehen. Ja. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Restmittwoch. Habt noch eine tolle Woche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.